Geheimnisvolle Erdwerke, geschaffen von Menschenhand. Tausende bedeckten einst weite Flächen Nordamerikas. Unterschiedlich in Größe und Gestalt, heilige Stätten der frühen Indianer. Zelebrierten Schamanen ihre Rituale auf den kunstvoll angelegten Formationen? Stellten die sogenannten Mounds vielleicht sogar archaische Kalender dar? Oder dienten die gigantischen Tierbilder den Eingeborenen als Observatorien? Die Spurensuche führt zu Symbolen der indianischen Unterwelt und zu den Sonnentempeln der ersten Großstadt auf dem amerikanischen Kontinent. Die exotischen Anlagen erzählen von der wechselvollen Geschichte der Hügelbauer. Sie begannen vor mehr als 3000 Jahren. Virginia, Sommer 1784. Auf seinem Landsitz Monticello gibt Thomas Jefferson, 20 Jahre später dritter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, einen Empfang. Und das aus gutem Grund, denn der Hausherr engagiert sich nicht nur für Politik, sondern auch für die Wissenschaft. Sein Haus, nach eigenen Entwürfen erbaut, gilt als kultureller Treffpunkt. Noch heute ist das Anwesen auf jedem Nickel zu bewundern. An jenem Tag überrascht Thomas Jefferson seine Gäste mit einem außergewöhnlichen Projekt. Auf seinem Gelände plant er, eine Grabung durchzuführen und damit einer Frage nachzugehen, die damals viele bewegt. Schon seit langem befasst er sich mit einem archäologischen Phänomen, dem er nun auf den Grund gehen will. Das Forschungsobjekt lässt dem universellen Geist keine Ruhe. Vor allem, da es nicht an abenteuerlichen Vermutungen mangelt. Was steckt unter den merkwürdigen Erdhügeln, die überall im Land aus dem Boden wachsen? Wer hat sie angelegt? Und zu welchem Zweck? Sind es heilige Bauten einer mythischen Urrasse oder die Relikte von Überlebenden des sagenumwobenen Atlantis? Haben gar gezähmte Mammute vorzeitlichen Bulldozern gleich das Erdreich aufgetürmt? So die wildesten Spekulationen. Mehr als 100.000 der Erhebungen prägten einst weite Teile der Landschaft, vom Atlantik bis zum Mississippi. Die meisten jedoch sind längst zerstört. Einige aber wurden in die Gestaltung von Siedlungen einbezogen, als Verkehrsinseln oder markante Aussichtspunkte. Manche der sogenannten Mounds sind zu Ensembles gruppiert, Plätze mit magischer Anziehungskraft. Andere wiederum stehen einzeln und locken Ausflügler an. Als Kegel oder auch in Pyramidenform errichtet, dann wieder wie bei einer Festung von einem Wall umgeben oder durch schnurgerade Straßensysteme verbunden. Die Mounds bleiben den neuen Amerikanern ein Rätsel. Zwar bestaunen sie die Vielfalt der imposanten Bauten, aber kaum einer traut solch eine Leistung den Ureinwohnern zu. Denn in den Augen der Neuzeitler sind die Indianer nichts anderes als primitive Waldläufer, allenfalls noch geschickte Jäger. Für das archäologische Abenteuer auf seinem Grundbesitz wählt Thomas Jefferson einen kegelförmigen Hügel aus. Zunächst lässt er nur oberflächlich graben und das an mehreren Stellen zugleich. Schon bald stoßen die Arbeiter auf große Mengen menschlicher Knochen. Ein erster Erfolg. Gewissenhaft hält der kluge Kopf den Befund fest. In seinen Aufzeichnungen heißt es: Es herrschte ein völliges Durcheinander, zusammengehalten nur durch das Erdreich. Knochen der verschiedensten Körperteile wurden beieinander gefunden, sodass der Eindruck entstand, sie seien unterschiedslos aus einem Sack oder Korb ausgeschüttet und mit Erde bedeckt worden. Nach dem eher zufälligen Vorgehen entwickelt der Forscher ein präzises Verfahren, die Stratigraphie, bis heute ein unerlässliches Handwerkszeug für Archäologen. Dafür lässt der Amerikaner einen senkrechten Schnitt durch den 6 Meter hohen Hügel anlegen.
Aus den übereinanderliegenden Schichten kann er so, wie in einem Kalender, die zeitliche Abfolge der Bestattungen ablesen. Ein Einblick in den Totenkult der Indianer. Offenbar beerdigten die Ureinwohner lediglich die Gebeine und das in einem Sammelgrab. Stoff- oder Lederreste fehlen gänzlich. Jefferson vermutet, die Körper der Verstorbenen waren vor der Bestattung bereits vollständig verwest. Auf die erste Knochenschicht auf ebenem Boden folgt eine Lage Erde, mühsam herangeschleppt, Korb für Korb. Denn die Menschen damals kannten weder Fuhrwerk noch Zugtiere, nicht einmal das Rad. Jahre später breiteten sie eine zweite Knochenschicht darüber und bedeckten auch diese wieder mit Erde. Im Lauf der Generationen wuchsen die Aufschüttungen allmählich empor, manche bis auf gut 30 Meter. Nur ein Bruchteil der vergänglichen Ruhestätten blieb erhalten. Anders als bei den ägyptischen Pyramiden stützten weder Lehmziegel, Holz noch Steinquader die aufwendigen Konstruktionen. Die geschickten Architekten Nordamerikas wirkten ausschließlich im Osten des Landes. Ihre Kultbauten entstanden in einem Zeitraum von 2500 Jahren. Vom Atlantik bis zum Mississippi, von Florida und dem Golf von Mexiko bis hinauf zu den großen Seen an der jetzigen Grenze zu Kanada schmückten sie die Landschaft. Die ältesten Stämme, bekannt unter den Namen Adena und Hopewell, errichteten ihre Hügelzentren im heutigen Staat Ohio. In Illinois gründeten ihre Nachfolger die erste Großstadt des Kontinents, Cahokia. In jenem Gebiet schufen sie den Mississippi-Stil mit seinen typischen pyramidenförmigen Tempelbauten. Als krönender Abschluss entwickelte sich, hoch oben in Wisconsin, die späte Waldlandkultur, kennzeichnend fantasievolle Erdwerke in Tiergestalt. Spurensuche in Ohio, dem Gebiet der Adena. Große Flüsse durchziehen das Land, die Highways der Vorzeit. An ihren Ufern, von dichtem Waldland umgeben, entstanden um das Jahr 1000 vor Christus erste bäuerliche Siedlungen. Ihre Bewohner lebten in kleinen Dorfgemeinschaften. Die Grabstätten, die sie anlegten, zeichneten sich durch beachtliche Größe aus. So auch der 25 Meter hohe Grave Creek Mound, der Mammuthügel. Das Wort Adena stammt von einer Farm gleichen Namens in Ohio. Dort machte ein Archäologe 1901 einen aufsehenerregenden Fund. In einem der Erdwerke entdeckte er eine Pfeife, geschnitten aus Speckstein, in Form eines Menschen. Bis heute gilt das Figürchen als Prunkstück der ersten Hügelbauer. Das Rauchen gehört für die Indianer seit Urzeiten zu den wichtigsten Ritualen. Zahllose, erstaunlich gut erhaltene Pfeifen in Gestalt von Vögeln oder anderen Tieren kamen ans Tageslicht. Aus einem einzigen Hügel bargen die Ausgräber 132 Exemplare. Ein deutlicher Beleg für den ausgeprägten Rauchkult im Kreis der Stammesangehörigen. Ebenso charakteristisch für die Waldland-Indianer in der Steinzeit sind die Jagdmethoden, eine Tradition, die ihre Nachfahren noch lange praktizieren. Pfeil und Bogen kannten die Adena nicht. Ihre Waffe war der Atlatl. Damit ausgerüstet, pirscht sich der Jäger lautlos an das Wild heran und wartet geduldig auf einen günstigen Augenblick. Mit ruhiger Hand nimmt er die Beute ins Visier. Im Bruchteil einer Sekunde fällt die Entscheidung und die Lanze fliegt sicher ins Ziel. Das Gerät war versehen mit einer Flintsteinspitze und einem Schwungarm, der Stoßkraft und Flugbahn verbessert. Neben der Jagd auf Wild bereicherte der Fischfang den Speisezettel der Ureinwohner Ohios. Die Flüsse boten reichlich Nahrung.
und die fruchtbaren Böden in den Tälern brachten üppige Ernten hervor. Von kultischen Handlungen aus jener Zeit gibt es keine Überlieferungen. Lediglich die Erdwerke haben die Jahrtausende überdauert und zeugen von den Zeremonien der Ardener. Dennoch hoffen die Forscher, den Ablauf der heiligen Feiern rekonstruieren zu können. Schauplatz des Geschehens war das Plateau der Anlage. Ein weiser Mann, der Schamane, übernahm die Hauptrolle. In Spielen von Tod und Wiedergeburt, in Fruchtbarkeitsritualen und ekstatischen Tänzen rief der Auserwählte die Schutzgeister an. Gemäß der indianischen Mythologie sind dies Hirsch, Wolf und Bär. Uralte Bildnisse aus dunklem Speckstein erinnern an die Vorstellungen, die vor mehr als 2000 Jahren das Leben der Einheimischen prägten. Die Mounds der Steinzeit-Indianer waren dem Glauben nach die Treppe zum Himmel. Ein nach innen angelegter Wassergraben sollte den heiligen Bezirk vor bösen Geistern bewahren, denn sie brachten Unheil und Verderben über die Gemeinschaft. Um 300 vor Christus erlischt die Ardener-Kultur plötzlich. Ob Auswanderung oder Krieg der Grund dafür ist, bleibt Spekulation. Ein neues Volk zieht ins wilde Land. Auch das erhält seinen Namen nach einem bedeutenden Fundort, Hopewell. Zunächst setzen die Einwanderer die Tradition der Ardener fort. Sie errichten konische Hügel für die Bestattung ihrer Toten, sowie kreisrunde Erdanlagen mit innerem Graben und Außenwall. Ein spezielles Lichtverfahren macht die Konstruktion der Baumeister deutlich. Erst später entstehen riesige Kultstätten, Kombinationen aus Erdwallanlagen, die sich weit ausdehnen. Aus hauchdünnem Glimmerschiefer ein Talisman der Hopewell. Die Hand mit den überlangen Fingern symbolisiert den Schutz der Geister für das Volk. Um an das seltene Material zu gelangen, mussten die Indianer bis in das 500 Kilometer entfernte North Carolina vordringen. Muscheln und Haifischzähne holten sie von der Atlantikküste und vom Golf von Mexiko. Für die Beschaffung der Rohstoffe spannten die Hopewell ein Handelsnetz über den halben Kontinent. Und das vor 2000 Jahren. Besonders begehrt war Obsidian. Das kostbare Steinglas diente zur Herstellung von Kultmessern. Es ist vulkanischen Ursprungs und stammt aus dem Yellowstone-Gebiet der Rocky Mountains. Seine Kanten schneiden schärfer als jede Stahlklinge der Moderne. Mit leichten Kanus aus Birkenrinde paddelten die Männer sogar tausende von Kilometern bis ins heutige Kanada, um an das rare Kupfer zu kommen. Objekte aus dem kalt gehämmerten Metall sind typisch für jene Zeit. Beispielhaft für den hohen Standard der Kunsthandwerker ein filigraner Vogel, ein Götterbote, gefunden in einem Grab. Auf dem Gebiet der Architektur glänzten die Hopewell mit einfallsreichen Konstruktionen. Ihr Zentrum lag nahe der heutigen Stadt Newark, mitten in Ohio. Über mehr als 11 Quadratkilometer erstreckte sich einst der monumentale Komplex aus geometrischen Formen und wallbegrenzten Straßen. Das größte Erdwerk der damaligen Epoche. Noch erhalten das Oktogon mit Kreis, genutzt als Observatorium. Und der Great Circle. Das gewaltige Rund war Schauplatz von Zeremonien. Der große Kreis, seinerzeit ohne Baumbestand, ein Meisterwerk steinzeitlicher Technologie. Das ist der große Kreis von Newark mit einem Durchmesser von 360 Meter,
einem Wall und einem inneren Graben. Das Erdwerk wurde aus verschiedenfarbigen Böden gebaut. Dunkelbraune Erde für den inneren Graben. An die Außenseite machten sie eine Lehmschicht. Als der Kreis noch neu war, sah man beim Näherkommen zuerst einen hellbraunen Wall, im Inneren dann eine dunkelbraune Oberfläche. Die Farben haben eine symbolische Bedeutung, doch welche genau, können wir nicht sicher sagen. Der große Kreis umgibt hier eine Hügelgruppe, die wir Adler Mount nennen. Eine dichte Gruppe von 3 bis 4 Hügeln. Sie bilden eine Form, die manche für eine Adlergestalt halten. 1928 wurde im Adlerhügel gegraben. Man fand die Reste eines großen Hauses oder eines Gebeinhauses. Vielleicht ein Gebäude für Zeremonien, das abgerissen oder verbrannt wurde, als es seinen Zweck erfüllt hatte. Danach wurde darüber der Adlerhügel errichtet. Das Ganze ist also eine Abschlusszeremonie. Das, was zuvor im Haus stattgefunden hatte, war zu Ende. Und indem man den Hügel darüber schüttete, verschloss man es. So wie man einen Korken auf eine Flasche setzt, um etwas von der Magie zu bewahren. Der Hügel ist sicher ein Monument für die Rituale, die hier vor 2000 Jahren stattfanden. Auf verbrannte Pfosten von Zeremonialhäusern stießen die Archäologen häufig. Die verkohlten Überreste lagen auf Bodenniveau im Inneren der Mounds verstreut. Wertvolle Zeugnisse für die Wissenschaft. Im Great Circle, dem großen Kreis von Newark, kennzeichnen gleich 4 Hügel den magischen Ort der Hopewell. Durch niedrige Wälle verbunden, erscheinen die hohen Aufschüttungen wie ein einziger Körper. Und zwar wie ein majestätischer Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Die ursprünglichen Erbauer dieser Erdanlagen waren die Mondaugenleute. Wir nennen sie Mondaugenleute, weil sie den Himmel beobachteten, um die richtige Zeit für das Pflanzen und Ernten zu bestimmen. Dies sind Observatorien. Je nachdem, wo man steht, ergeben sich unterschiedliche Ausrichtungen. Der Kreis mit dem Achteck verfolgt bestimmte Mondstillstände, wenn es scheint, als ob sich der Mond rückwärts in die falsche Richtung bewegt. Das passiert alle 18,6 Jahre. Man muss schon ein sehr geschulter Astronom sein, um das zu erkennen. Neue Messungen der geometrischen Figur bestätigen die Exaktheit der 2000 Jahre alten Peillinien. Am Rand des großen Kreises ein langgezogener, flacher Hügel. Er versperrt eine Öffnung im Ringwall. Diente er als Barrikade, um Energiefelder im Inneren der heiligen Stätte festzuhalten? Oder war der Wall ein Altar oder sogar eine zusätzliche Sternwarte? Mit Sicherheit zumindest ein Beobachtungsposten. Von seiner Mitte aus läuft die Hauptpeillinie längs durch die gesamte Anlage auf den maximalen nördlichen Mondaufgangspunkt zu. Alle weiteren Messlinien gehen vom Achteck aus. Sie weisen auf die extremen Mondauf- und Untergangspunkte hin, wie sie im Zyklus von 18,6 Jahren zu beobachten sind. Ihr Geheimwissen gaben die Sternkundigen mündlich an die Lehrlinge weiter. Angesichts der Dauer mancher Gestirnszyklen ist es kein Wunder, dass sich die Ausbildung zum fertigen Astronomen immer über Jahrzehnte hinzog. Ob die weitläufige Anlage tatsächlich als Freiluftobservatorium erdacht wurde, lässt sich nicht mehr schlüssig beweisen. Eine andere These lautet, die Hopewell wollten die Himmelsenergie in ihre Städte lenken. Eine Vermutung, die Forscher aus dem indianischen Glauben ableiten. Demnach könnten die Kulthandlungen im Oktogon das Ziel verfolgt haben, die magische Kraft des Ortes immer wieder zu beschwören, um sie so zu bewahren. Dafür sprechen die Sperrriegel vor den Öffnungen des Achtecks. Sichtbare Bollwerke als Hindernis für Dämonen, denn die bewegen sich bekanntlich nur in gerader Linie fort.
Menschen hingegen konnten das Innere ungehindert betreten. Jeder aus der Stammesfamilie durfte an den Zeremonien teilnehmen. Mit der Außenwelt verbunden war das Heiligtum durch eine Straße, ein weiterer Höhepunkt archaischer Baukunst. Die Great Hopewell Road, immerhin 100 Kilometer lang. Vom Achteck führte der sakrale Weg direkt nach Südwesten. 60 Meter breit, von Wellen begrenzt, immer geradeaus. Nach damaliger Vorstellung ein Symbol für Heiligkeit und Stärke. Nach Überresten der längst verfallenen Trasse suchen Ausgräber schon lange. Ohne Erfolg liegt sie doch unter Ackerland begraben. Wie konsequent geradeaus die Prozessionsstraßen damals angelegt waren, zeigen die Konstruktionen der Anasazi-Indianer im Südwesten der USA. Selbst Felsen haben sie überwunden. Mit Treppen und Haltegriffen in den steilen Wänden machten sie den Weg frei. Der 100 Kilometer lange Highway der Hopewell endete in einem heiligen Bezirk. Die Anlage, ein Observatorium mit Achteck und Kreis, ist das exakte Gegenstück zu Newark. 8 monumentale Erdwerke reihten sich einst am Ufer des Scioto-Flusses aneinander. Von der imposanten Architektur blieb nur ein wallbegrenztes Viereck erhalten. Ein eigener Bezirk, nur für die Toten, circa 2000 Jahre alt. Um 400 nach Christus stellen die Hopewell ihre Bautätigkeit in Ohio ein. Erst Jahrhunderte später entstehen in der Region wieder komplexe Erdwerke. Ausgefallene Formationen, die selbst Experten verblüffen und den Beginn einer neuen Ära markieren. Die Wissenschaftler vermuten, es folgt eine Zeit der Sesshaftigkeit. Die Indianer leben in kleinen Dörfern und konzentrieren sich auf das tägliche Leben. Sie befestigen ihre Siedlungen, bauen Schutzwälle und reisen nicht mehr quer durchs Land auf der Suche nach exotischen Handelsgütern. Für ihre kultischen Handlungen errichten sie Anlagen in Tiergestalt, die sogenannten Effigy Mounds. Ein herausragendes Exemplar, der Alligator, unweit der Great Hopewell Road. Die Archäologen deuten ihn als Unterwasserpanther, einer der beiden Hauptgeister der Unterwelt. Bei den Waldland-Indianern eine prominente mythische Gestalt. Die heilige Stätte war vermutlich ein Opferplatz, um das wilde Tier freundlich zu stimmen. Die Indianer glaubten nämlich, die geschmeidige Katze besitze übernatürliche Kräfte. Mit ihrem langen Schwanz peitscht sie Flusswirbel und Stromschnellen auf, versenkt Kanus und ertränkt Menschen. So die Vorstellung. Ihr kosmischer Kollege? Eine 380 Meter lange Schlange aus Erde, von Gras bewachsen. Der Serpent Mound ist in seiner Ausprägung einmalig auf der Welt. Das Reptil symbolisiert die Wiedergeburt, den ewigen Kreislauf der Natur. Das regelmäßige Abwerfen der alten Haut, unter der bereits die nächste gewachsen ist, steht als Garant für die ständige Erneuerung des Lebens. Die Riesenschlange, ein Fingerzeig für den tiefen Glauben der Indianer an die Allmacht des Universums. Als Mittler zwischen den Welten beschreitet der Schamane den Serpentinenweg. Am spiralförmig aufgerollten Schwanzende liegt der Eingang zum Totenreich. Dort treten die Verstorbenen ihre Reise in die jenseitige Welt an, in der Hoffnung auf einen Platz in den ewigen Jagdgründen. Gleichzeitig funktioniert der Serpent Mount als Sonnenkalender. An bestimmten Höhepunkten des Jahres, wie der Sommersonnenwende, zieht die Prozession ins Allerheiligste, in das überdimensionale Auge des Reptils. Der Ort war mit Bedacht ausgewählt, denn die Indianer glauben, die Augen einer Schlange besitzen hypnotisierende Kräfte. In dem Oval kann der weise Mann mit den überirdischen Mächten Kontakt aufnehmen. Ihnen zu Ehren
schufen die Nachfolger der Hopewell die einzigartigen Erdbilder. Erdacht als Monumente für die Ewigkeit, zeigen sie im Wechsel der Jahreszeiten stets ein anderes Gesicht. Die gigantische Gestalt folgt einer ausgeklügelten Berechnung, die sich an den Gestirnen orientiert. Von der Schwanzspirale führt eine Linie genau nach Norden zum obersten Nackenwirbel der Schlange. An diesem Punkt versammelt sich der Stamm am 21. Juni, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Der Himmelskörper versinkt exakt über dem Kopf des Reptils. Auch die Sonnenaufgänge berücksichtigten die Indianer in ihren Bauplänen. Zum Sommer- und Winteranfang sowie zur Tag- und Nachtgleiche kann das Naturschauspiel von einem bestimmten Platz aus betrachtet werden. Die aufwendigen Effigy Mounds, die Bilderhügel, sollten Solitäre der archaischen Baukunst in Ohio bleiben. Etwa zur gleichen Zeit verbreitet sich stattdessen ein Architekturstil, der die Fantasie der Menschen weitaus weniger beflügelt. Er entsteht an den Ufern des Mississippi im Westen des Landes um 700 nach Christus. Schon in jener Epoche ein attraktives Siedlungsgebiet, denn der mächtige Strom bietet Nahrung im Überfluss. Auf der Höhe der heutigen Stadt St. Louis gründet ein Indianerstamm Cahokia. Das Zentrum liegt südlich des Zusammenflusses von Missouri und Mississippi. Am Tor zum Wilden Westen finden die Halbnomaden eine paradiesische Landschaft vor, mit reichem Wildbestand, ausgedehnten Feuchtgebieten und fruchtbaren Böden für den Ackerbau. Die Region ein idealer Ort, um den Mitgliedern der Gemeinschaft eine gesicherte Existenz zu verschaffen. Zum Dank errichten die Bauleute einen Tempelhügel für die Schutzgeister. Rasch wächst rund um den heiligen Bezirk eine Stadt heran. Cahokia gilt als erste Metropole Nordamerikas. Im Zentrum die Plaza, Treffpunkt für rituelle und profane Veranstaltungen jeder Art. Unmittelbar an den Hauptplatz grenzt das größte von insgesamt 120 Erdwerken, eine pyramidenförmige Anlage, in Stufen hochgezogen. Eine Premiere in der indianischen Geschichte der Architektur, verblüffend ähnlich den berühmten Bauten der Maya und Azteken. Der Monk's Mound ist die mächtigste Konstruktion ihrer Zeit in ganz Amerika. Die Grundfläche von 250 mal 300 Metern übertrifft sogar die der Cheops-Pyramide im fernen Ägypten. Um 1050 nach Christus boomt Cahokia. Die Bevölkerung wächst an auf 20.000 Menschen. Das schachbrettartige Zentrum ähnelt einer Tempelstadt in Mittelamerika, die um 750 nach Christus aufgegeben wurde. Die religiöse Metropole Teotihuacan, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Mexico City, könnte Vorbild gewesen sein. Vielleicht drangen Nachrichten von der Hochkultur dort über Handelswege bis an den Mississippi. Fest steht, auch auf dem Monk's Mound zelebrierten Schamanen einen Sonnenkult, der das Leben der Menschen prägte. Ein Indiz zwar, der wissenschaftliche Beweis jedoch steht noch aus. Gesichert hingegen sind die Bauphasen der Pyramiden von Cahokia. Im Laufe der Zeit erfuhren sie eine ständige Erweiterung. In den unterschiedlichen Asche- und Trümmerschichten diagnostizierten die Archäologen bis zu 14 Abschnitte. Die Tempel und Herrenhäuser wurden immer wieder verbrannt und im Anschluss mit Erde zugeschüttet. So bewirkten die Architekten eine Erhöhung der Pyramide, auf die sie neue Häuser und Tempel setzten. Das rätselhafte Verfahren können Experten nicht deuten. Doch vielleicht war damit das Ende einer Dynastie oder eines Mondzyklus verknüpft. Bei unseren Grabungen am Monk's Mound haben wir eine kleine Sandsteinplatte gefunden, circa 10 cm groß, die auf einer Seite eine Ritzzeichnung von einem Mann zeigt,
der eine vogelartige Maske mit gebogenem Schnabel trägt und einen Flügel hochhält, wie bei einem Tanzschritt. Wenn man solche Fundstücke deutet, dann verkörpert der Vogel die überirdische Welt, das Reich der Götter. Der Mann verkörpert die irdische Welt. Und die Rückseite, die kreuzweise Kerbung, stellt Schlangenhaut dar, beziehungsweise die Kreaturen der Unterwelt. So hat man auf einer Platte die Symbole für die drei wichtigsten Bereiche, von denen die meisten indianischen Stämme damals glaubten, dass sie Einfluss nehmen auf ihr tägliches Leben. Ob eine religiöse Idee oder ein charismatischer Führer Cahokia zur Megacity anwachsen ließ, bleibt im Dunkel. Denkbar, dass der Schutz, den die Stadt bot, die Menschen aus der Wildnis wie ein Magnet anzog. Um 1200 nach Christus wendete sich das Blatt. Fremde Mächte bedrohten die Residenz. Sofort befahlen die Verantwortlichen, einen Verteidigungswall um den Kultbezirk zu ziehen. Eine 3 Kilometer lange Palisade aus 20.000 Baumstämmen. Viermal in einem Jahrhundert musste die hölzerne Wand erneuert werden. Das blieb nicht ohne Wirkung. Mit der Abholzung des Waldes verschwand auch das Wild, eines der Grundnahrungsmittel. Westlich vom Monks Mount liegt Woodhenge, ein großes Observatorium. In seiner Mitte steht ein Pfosten. Von dort aus beobachteten die Priester jeden Morgen den Aufgang der Sonne. Die im Kreis aufgestellten Pfähle an der Außenlinie markierten wichtige Termine wie Aussaat, Ernte oder Opferfeste. Auch die Sternwarte unterlag baulichen Veränderungen. Fünfmal haben die Indianer Standort und Ausmaß des Holzringes neu berechnet. Die Korrekturen waren immer dann notwendig, wenn die Höhe der Tempelpyramide durch eine weitere Aufschüttung anstieg. Denn der Kult gebot, dass die Sonne zur Tag- und Nachtgleiche direkt über dem Monks Mount aufgeht, als ob sie dem heiligen Hügel entstiege. Den Häuptling verehrten die Stammesmitglieder als Bruder der Sonne. Der Status verlieh ihm uneingeschränkte Macht und bestätigte seine enge Verbindung zu den Geistern. Präzise wie ein Uhrwerk kündigt die Sonne den Priestern von Woodhenge die Maisernte an. Ein wichtiges Ereignis im Jahr, denn erst der Anbau der Pflanze in großem Stil machte die Versorgung von 20.000 Menschen möglich. Noch im 21. Jahrhundert feiern die Indianer, wenn die reifen Kolben eingebracht sind. Eine Tradition, die an die goldenen Tage von Cahokia erinnert. Über den Totenkult des Ortes wussten die Archäologen bisher nur wenig. Wie traten die Ureinwohner Amerikas ihre letzte Reise an? Antworten liefert ein gut erhaltenes Grab. Wir fanden einen Mann, vermutlich ein früherer Herrscher in Cahokia. Er lag auf einer Decke aus 20.000 Muscheln in Form eines Falken oder Adlers. Um ihn herum waren Tote, die geopfert wurden, um den Herrscher ins Jenseits zu begleiten. Darüber hinaus kamen mehr als 400 Pfeilspitzen zutage. Jede einzelne perfekt gearbeitet, doch ohne Gebrauchsspuren, also speziell für den Toten angefertigt. In der Nähe lagen ein Kupferzepter und 70 Kilo Glimmerschiefer. Die wertvollen Beigaben, ein deutlicher Hinweis auf die hohe Stellung des Verstorbenen. Die Skelette von 4 Männern mit abgeschnittenen Händen und Köpfen zeugen von einem grausamen Opferritus im Namen der Sonnengottheit. Das Schicksal der Stammesbrüder gibt Rätsel auf. Wer waren sie? Gingen sie freiwillig in den Tod oder wurden sie vom Schamanen dazu gezwungen? Vielleicht musste das Oberhaupt um sein eigenes Leben fürchten, wenn Missernten, Seuchen oder Kriege die Gemeinschaft bedrohten. Noch steht die Erforschung der indianischen Frühkultur am Anfang. Da schriftliche Quellen fehlen, ist die Rekonstruktion ihrer Sitten und Gebräuche
allein auf archäologische Zeugnisse angewiesen. In einem anderen Teil des Hügels fanden wir 19, 22 und dann 24 junge Frauen, alle zwischen 15 und 25 Jahren. Wenn sie etwa gleich alt sind und gleichzeitig begraben wurden, dann deutet dies im Allgemeinen auf Menschenopfer hin. Wir wissen nicht, wer sie waren, ob sie aus Cahokia kamen oder den umliegenden Gebieten. Waren sie Gefangene oder Ehefrauen? Wir wissen wirklich nicht, in welcher Beziehung sie zu dem Mann auf der Perlendecke standen. Manche wurden auf Tagen beerdigt. Man kann die Zedernstangen noch neben ihnen sehen. Andere wurden quasi beliebig ins Grab geworfen. Wir sehen die verschiedenen Bestattungsweisen, die für uns der Schlüssel sind. Es gab Klassen und Rangordnungen in ihrer Gesellschaft. Denn wenn man Leute unterschiedlich beerdigt, dann behandelt man sie auch unterschiedlich, wenn sie leben. Die idealen Lebensbedingungen entlang des Mississippi zogen im Lauf der Zeit unterschiedliche Stämme an. Vor knapp 4000 Jahren wanderte ein unbekanntes Volk tief in den Süden des Kontinents, ins heutige Louisiana. Die Ankömmlinge errichteten Poverty Point, eine weiträumige Siedlung mit kultischem Zentrum, umgeben von Wasser und Wäldern. Die Überreste der Anlage lassen sich auf 1750 vor Christus datieren. Poverty Point gehört zu den größten Erdwerken in Amerika. Auf 6 hintereinander gestaffelten Ringwällen erhoben sich Hütten. In der Mitte lag ein Platz für Versammlungen und religiöse Zeremonien. Das Ganze überragte ein gewaltiger Mount in Form eines Adlers. Längst sind die einst bis zu 2 Meter hohen Erdgürtel eingeebnet. Nur der Bewuchs hebt sie noch optisch hervor. Wahrscheinlich waren nicht alle Hütten ständig bewohnt. Einige dienten als Gästehaus, wenn Siedler aus der Umgebung zu Besuch kamen. An großen Festtagen versammelten sich die Ureinwohner Amerikas im Halbrund. Dann verkündeten die Priester feierlich die Termine für Aussaat oder Ernte und brachten im Tempel Opfer dar. Die Zusammenkünfte? Stets eine gute Gelegenheit, Verwandte und Freunde wiederzutreffen, Waren und Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Am anderen Ufer des Mississippi liegt das südlichste Erdwerk der Flussindianer. Im Unterschied zu den gängigen Tiermotivhügeln präsentiert sich der Emerald Mound als geometrische Konstruktion. Wie ein Schiff ragt das smaragdgrüne Gebilde in die Landschaft. Auf der Plattform oben der kultische Bereich mit 2 gegenüberstehenden Tempeln. Warum ausgerechnet 2 Heiligtümer auf dem Plateau errichtet wurden, können die Forscher nicht erklären. Die Komposition ist jedenfalls ein Novum. Über mehr als 1500 Kilometer reicht der Einfluss der Erbauer von Cahokia und Emerald Mount. Bis in den Norden, nach Wisconsin, wie der Staat jetzt heißt. In Höhe der großen Seen entstand ein weiterer bedeutender Ort, Aztalan. Die Weißen, die das heilige Zentrum zuerst entdeckten, gaben der ausgedehnten Anlage den Namen. Eine Stufenpyramide mit einer zentralen Treppe für den Aufstieg. Das Erdwerk misst ca. 25 Meter in der Höhe. Spuren eines Tempelhauses können nicht mehr nachgewiesen werden. Legenden erzählen von Auseinandersetzungen der eingewanderten Mississippi-Indianer mit den einheimischen Ho-Chunk, die ganz anderen religiösen Vorstellungen anhingen. Die Ho-Chunk wollten von den Neuerungen ihrer Brüder aus dem Süden des Landes nichts wissen. Vielmehr drückten sie ihre astronomischen Kenntnisse nach alter Tradition in Effigy Mounts, in tiergestaltigen Hügeln aus. Sie waren niedrig und lagen stets in der Nähe von Gewässern. Neben Schildkröte und Schlange gehörte auch der Unterwasserpanther zur göttlichen Menagerie der Unterwelt. In den Wäldern der Region lebten Bär, Elch, Bison und Fuchs.
Sie spielten als traditionelle Stammes- oder Totemzeichen der Indianer eine Rolle. Ihre Bildnisse markierten oft die Grenzen zwischen den einzelnen Clans. Die dritte Gruppe der Effigy Mounds stellte die Verbindung zum Himmel her. Vogelgestalten auf Anhöhen verstehen die Archäologen als Darstellung von Himmelsgeistern. Favoriten waren Adler, Falke oder der sagenumwobene Donnervogel. Sein schwerer Flügelschlag bringt Blitz, Donner und Regen. Für ihre Reisen ins Jenseits bestiegen die Schamanen mythische Reittiere. Die Wildgans gehörte dazu. Sie trug den kundigen Medizinmann in den Himmel, damit er dort den Schutz der Geister erbitten konnte. Die enge Verbindung zwischen irdischer und spiritueller Welt, damals wie heute, ein wesentlicher Bestandteil indianischer Philosophie. In den alten Tagen, bevor der weiße Mann über uns kam, begaben sie sich auf die Suche nach spiritueller Erfahrung. Es war von wesentlicher Bedeutung, spirituelles Wissen zu erlangen. Gleich welche Erkenntnis ihm gewährt wurde, der Suchende musste dem Schöpfer Ehrerbietung erweisen. Und dazu waren alle Erdwerke geeignet. Ich glaube, dies war die traditionelle Art, Dankbarkeit zu zeigen. Zum Beispiel der Man Mount hier. Ohne Zweifel war das ein Häuptling oder Heiler, der sich hervorgetan hat, weil er sich für Mensch und Natur eingesetzt hat. Nichts hat er ausgeschlossen. Wir sollen uns um jedes Lebewesen kümmern. Und ich sage es noch einmal, dafür sind diese Mounds da. Die über 70 Meter lange männliche Figur, unter den Erdwällen ein außergewöhnliches Exemplar. Die Darstellung zeigt vielleicht einen berühmten Schamanen der Ho-Chunk, dem so ein Denkmal gesetzt wurde. It's not unusual to find. Es ist nichts Ungewöhnliches, Effigy Mounds in Gruppen angeordnet zu finden, die sich über hunderte von Metern erstrecken und vielfältige Formen aufweisen. Daran kann man erkennen, welchen Aufwand es wirklich bedeutete, sie zu bauen. Die Entscheidung dazu hing nicht von einem plötzlichen Einfall ab. Die Tierbilder sollten nicht nur Orte wie die Grabstätte einer Person markieren. Sie stellten zugleich auch mythologische Wesen dar, mit denen unsere Vorfahren Umgang pflegten. Sie spielten eine wichtige Rolle in rituellen Handlungen, im Glauben und in den Clanstrukturen. Leider können wir nicht mit dem Finger darauf deuten und sagen, genauso wurden sie genutzt und deshalb wurden sie geschaffen. Aber wir haben eine Vorstellung davon, wie wichtig sie für unsere Vorfahren waren, für unsere Kultur, für unsere Familien und Siedlungen. Nur ein geschultes Auge kann die uralten Bildnisse der indianischen Tiergeister in der Landschaft ausmachen. Der Lauf der Zeit, Erosion und klimatische Einflüsse setzen den fragilen Kunstwerken massiv zu. Dennoch schätzen die Nachfahren der Erbauer das uralte Erbe ihrer Ahnen. Selbst wenn sich die Bedeutung der einzelnen Figuren nicht mehr jedem erschließt, bleibt die herausragende Leistung unvergessen. Eine historische Karte zeigt die Marching Bears, die wandernden Bären. Ihre Bildnisse haben Forscher in den Wäldern am oberen Mississippi vor 200 Jahren entdeckt. Der Bär, der Herrscher des Waldes. Symbol für Unerschrockenheit, Kraft und Schläue. Die Indianer fürchteten und verehrten ihn zugleich. Als mächtiges Wesen beschützte er die Ho-Chunk auf ihren Streifzügen durch die Wildnis. Er galt als Mittler verschlüsselter Botschaften aus der jenseitigen Welt, als Hüter des universellen Wissens. Welche Bedeutung mythische Tiere noch immer einnehmen, zeigt eine Aktion in Wisconsin. Angehörige und Freunde des Adlerkleins treffen sich, um einen Weißkopfseeadler wieder in die Freiheit zu entlassen. Der Medizinmann hatte den verletzten Greifvogel gesund gepflegt.
Dem majestätischen Meisterflieger erweisen die Indianer in einer kleinen Zeremonie die Ehre. Auch das nahe, fruchtbare Tal schmückten einst zahlreiche Tierhügel. Doch Pflug- und Erntemaschine haben fast alle Spuren vernichtet. Nur auf Anhöhen und Bergkuppen, dort, wo der Mensch das Land nicht kultivieren kann, blieben Ansammlungen von Mounds erhalten. Als Mahnmal und Erinnerung an die Ureinwohner Amerikas. Zum Beispiel auf dem Adlerberg, den ein riesiger Vogel bedeckt. Der überdimensionale Greif soll den Indianern fruchtbare Böden und reiche Ernte bescheren. In Sichtweite ein präziser Kalender für alle wichtigen Daten im Jahr. 12 konische Hügel teilen den Einheimischen den richtigen Zeitpunkt mit. Die Gesamtanlage, auch in diesem Fall eine Treppe zum Himmel, ein Heiligtum für die Schutzgottheit und ein Observatorium. Immer wieder zur Sommersonnenwende standen die Ho-Chunk auf dem Adlerhügel, um den lautlosen Untergang des Gestirns am Horizont zu beobachten. In dem Bewusstsein, dass von den allumfassenden Strahlen des Himmelskörpers das Überleben der Gemeinschaft abhing. Erst die Moderne hat den Menschen den Glauben an die heilenden Kräfte der Natur genommen. Hunderte Kilometer weiter im Osten von Wisconsin, in unmittelbarer Nähe der großen Seen, erzählt ein weiteres Erdwerk vom religiösen Weltbild der Indianer. Seit jeher glaubten die Urbewohner Amerikas an die göttliche Anwesenheit in jedem Baum, Strauch oder jeder noch so kleinen Pflanze. Sichtbare Zeichen der ewigen Abfolge von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Im Park einer Klinik erstreckt sich eine Hügelgruppe, die als Grabmal genutzt wurde. Im größten Mound bargen Archäologen die Skelette einer Familie. Sie umgab eine Steinsetzung, die aussah wie ein Nest mit einem Ei darin. Sinnbild für die Wiederkehr ihrer Seelen. Interessanterweise ist dieser Hügel mit 3 Adlerhügeln weiter hinten auf dem Gelände durch die Tag- und Nachtgleichenlinie verbunden. Zieht man eine Linie durch die Mitte dieses Hügels, genau nach Osten, so berührt sie die Flügelspitzen von 2 der großen Adler. Das Adlerpaar hat einen Jungvogel an der Seite. Zu Frühlings- und Herbstanfang fällt der erste Sonnenstrahl durch die Vogelschwingen genau auf das Familiengrab, in dem die Skelette gefunden wurden. Die Adlerfiguren auf den Hügeln sind demnach die Abbilder der Toten, Mutter, Vater und Kind. Es ist meine Deutung, dass der Grund, den zweitgrößten Adler weiter hinten zu platzieren, der war, dass dieser hier, der größte Adler, ein Weibchen ist. Die sind größer als die Männchen. Und wenn dieser Adler auflöge, würde das dem Männchen gestatten, von hinten anzufliegen und das Weibchen zu besteigen. Ich glaube, mit dieser Konstellation wurde eine Paarung angedeutet. Und der kleine Adler stellt das Ergebnis dieser Paarung dar. Eine plausible Erklärung. Doch warum schreitet noch ein Hirsch auf der Tag- und Nachtgleichen Linie? Im indianischen Mythos gilt das scheue Waldtier als Symbol für die verlässliche Erneuerung der Natur. Denn jährlich wirft der Hirsch sein Geweih ab. Es wächst wieder nach, schöner und ausladender als zuvor. Meiner Ansicht nach wurde der Hirsch dort platziert, um den Gedanken der Wiedergeburt zu betonen. Geburt der Clanangehörigen, Wiedergeburt der Seelen in die Welt der Geister. Vor fast 4000 Jahren begannen die Ureinwohner Nordamerikas eindrucksvolle Zeichen zu setzen. Quer über den gesamten Kontinent entstehen Heiligtümer aus Erde und Gras. Treppen zum Himmel, die sie ihren Schutzgeistern widmen. Plötzlich aber, im 14. Jahrhundert nach Christus, hört die Bautätigkeit auf. Die Indianer verlassen die großen Tempelorte wie Cahokia und Aztalan.
Legenden erzählen von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen. Vielleicht waren es Kämpfe um fruchtbares Land. Ein plötzlicher Klimaeinbruch in jener Zeit ist überliefert. Nahm der Totenkult immer extremere Formen an und führte zur Ausrottung großer Clans? Oder lösten Seuchen ein Massensterben aus? Fest steht, die Ära der Hügelbauer bricht plötzlich ab, lange vor Ankunft der weißen Eroberer. Über Jahrhunderte gerieten die geheimnisvollen Mounds in Vergessenheit. Erst Thomas Jefferson weckte das Interesse an den einzigartigen Erdwerken und öffnete so ein Fenster für die Wissenschaft. Für die Erforschung der bizarren Tiergestalten, der riesigen Observatorien und der Stufenpyramiden. Dort, wo an bestimmten Tagen im Jahr die Sonne exakt hinter dem heiligen Hügel versinkt. Geheimnisvolle Erdwerke, geschaffen von Menschenhand. Tausende bedeckten einst weite Flächen Nordamerikas. Unterschiedlich in Größe und Gestalt, heilige Stätten der frühen Indianer. Zelebrierten Schamanen ihre Rituale auf den kunstvoll angelegten Formationen? Stellten die sogenannten Mounds vielleicht sogar archaische Kalender dar? Oder dienten die gigantischen Tierbilder den Eingeborenen als Observatorien? Die Spurensuche führt zu Symbolen der indianischen Unterwelt und zu den Sonnentempeln der ersten Großstadt auf dem amerikanischen Kontinent. Die exotischen Anlagen erzählen von der wechselvollen Geschichte der Hügelbauer. Sie begann vor mehr als 3000 Jahren. Virginia, Sommer 1784. Auf seinem Landsitz Monticello gibt Thomas Jefferson, 20 Jahre später dritter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, einen Empfang. Und das aus gutem Grund, denn der Hausherr engagiert sich nicht nur für Politik, sondern auch für die Wissenschaft. Sein Haus, nach eigenen Entwürfen erbaut, gilt als kultureller Treffpunkt. Noch heute ist das Anwesen auf jedem Nickel zu bewundern. An jenem Tag überrascht Thomas Jefferson seine Gäste mit einem außergewöhnlichen Projekt. Auf seinem Gelände plant er, eine Grabung durchzuführen und damit einer Frage nachzugehen, die damals viele bewegt. Schon seit langem befasst er sich mit einem denn in den Augen der Neuzeitler sind die Indianer nichts anderes als primitive Waldläufer, allenfalls noch geschickte Jäger. Für das archäologische Abenteuer auf seinem Grundbesitz wählt Thomas Jefferson einen kegelförmigen Hügel aus. Zunächst lässt er nur oberflächlich graben und das an mehreren Stellen zugleich. Schon bald stoßen die Arbeiter auf große Mengen menschlicher Knochen. Ein erster Erfolg. Gewissenhaft hält der kluge Kopf den Befund fest. In seinen Aufzeichnungen heißt es, es herrschte ein völliges Durcheinander, zusammengehalten nur durch das Erdreich. Knochen der verschiedensten Körperteile wurden beieinander gefunden, sodass der Eindruck entstand, sie seien unterschiedslos aus einem Sack oder Korb ausgeschüttet und mit Erde bedeckt worden. Nach dem eher zufälligen Vorgehen entwickelt der Forscher ein präzises Verfahren, die Stratigraphie. Bis heute ein unerlässliches Handwerkszeug für Archäologen. Dafür lässt der Amerikaner einen senkrechten Schnitt durch den 6 Meter hohen Hügel anlegen. Aus den übereinanderliegenden Schichten kann er so, wie in einem Kalender, die zeitliche Abfolge der Bestattungen ablesen. Ein Einblick in den Totenkult der Indianer. Offenbar beerdigten die Ureinwohner lediglich die Gebeine und das in einem Sammelgrab. Stoff- oder Lederreste fehlen gänzlich. Jefferson vermutet, die Körper der Verstorbenen waren vor der Bestattung bereits vollständig verwest. Gestalt. Spurensuche in Ohio, dem Gebiet der Adena. Große Flüsse durchziehen das Land.
die Highways der Vorzeit. An ihren Ufern, von dichtem Waldland umgeben, entstanden um das Jahr 1000 vor Christus erste bäuerliche Siedlungen. Ihre Bewohner lebten in kleinen Dorfgemeinschaften. Die Grabstätten, die sie anlegten, zeichneten sich durch beachtliche Größe aus. So auch der 25 Meter hohe Grave Creek Mound, der Mammuthügel. Das Wort Adena stammt von einer Farm gleichen Namens in Ohio. Dort machte ein Archäologe 1901 einen aufsehenerregenden Fund. In einem der Erdwerke entdeckte er eine Pfeife, geschnitten aus Speckstein, in Form eines Menschen. Bis heute gilt das Figürchen als Prunkstück der ersten Hügelbauer. Das Rauchen gehört für die Indianer seit Urzeiten zu den wichtigsten Ritualen. Zahllose, erstaunlich gut erhaltene Pfeifen in Gestalt von Vögeln oder anderen Tieren kamen ans Tageslicht. Aus einem einzigen Hügel bargen die Ausgräber 132 Exemplare. Ein deutlicher Beleg für den ausgeprägten Rauchkult im Kreis der Stammesangehörigen. Ebenso charakteristisch für die Waldland-Indianer in der Steinzeit sind die Jagdmethoden. Eine Tradition, die ihre Nachfahren noch lange praktizieren. Biologischen Phänomen, dem er nun auf den Grund gehen will. Das Forschungsobjekt lässt dem universellen Geist keine Ruhe. Vor allem, da es nicht an abenteuerlichen Vermutungen mangelt. Was steckt unter den merkwürdigen Erdhügeln, die überall im Land aus dem Boden wachsen? Wer hat sie angelegt? Und zu welchem Zweck? Sind es heilige Bauten einer mythischen Urrasse oder die Relikte von Überlebenden des sagenumwobenen Atlantis? Haben gar gezähmte Mammute vorzeitlichen Bulldozern gleich das Erdreich aufgetürmt? So die wildesten Spekulationen. Mehr als 100.000 der Erhebungen prägten einst weite Teile der Landschaft, vom Atlantik bis zum Mississippi. Die meisten jedoch sind längst zerstört. Einige aber wurden in die Gestaltung von Siedlungen einbezogen, als Verkehrsinseln oder markante Aussichtspunkte. Manche der sogenannten Mounds sind zu Ensembles gruppiert, Plätze mit magischer Anziehungskraft. Andere wiederum stehen einzeln und locken Ausflügler an. Als Kegel oder auch in Pyramidenform errichtet, dann wieder wie bei einer Festung von einem Wall umgeben oder durch schnurgerade Straßensysteme verbunden. Die Mounds bleiben den neuen Amerikanern ein Rätsel. Zwar bestaunen sie die Vielfalt der imposanten Bauten, aber kaum einer traut solch eine Leistung den Ureinwohnern zu. Auf die erste Knochenschicht auf ebenem Boden folgt eine Lage Erde, mühsam herangeschleppt, Korb für Korb. Denn die Menschen damals kannten weder Fuhrwerk noch Zugtiere, nicht einmal das Rad. Jahre später breiteten sie eine zweite Knochenschicht darüber und bedeckten auch diese wieder mit Erde. Im Lauf der Generationen wuchsen die Aufschüttungen allmählich empor, manche bis auf gut 30 Meter. Nur ein Bruchteil der vergänglichen Ruhestätten blieb erhalten. Anders als bei den ägyptischen Pyramiden stützten weder Lehmziegel, Holz noch Steinquader die aufwendigen Konstruktionen. Die geschickten Architekten Nordamerikas wirkten ausschließlich im Osten des Landes. Ihre Kultbauten entstanden in einem Zeitraum von 2500 Jahren. Vom Atlantik bis zum Mississippi, von Florida und dem Golf von Mexiko bis hinauf zu den großen Seen an der jetzigen Grenze zu Kanada schmückten sie die Landschaft. Die ältesten Stämme, bekannt unter den Namen Adena und Hopewell, errichteten ihre Hügelzentren im heutigen Staat Ohio. In Illinois gründeten ihre Nachfolger die erste Großstadt des Kontinents, Cahokia.
In jenem Gebiet schufen sie den Mississippi-Stil mit seinen typischen pyramidenförmigen Tempelbauten. Als krönender Abschluss entwickelte sich, hoch oben in Wisconsin, die späte Waldlandkultur. Kennzeichnend fantasievolle Erdwerke in Tiergestalt.